Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat Oktober 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Krebs oder Aszendent Krebs oder Mondzeichen Krebs? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind und du nicht weißt, wie das Ganze hier abläuft, dann bitte ich dich ganz kurz unten in der Infobox findest du alle wichtigen Details dazu, dass du das dir da entliest, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn dir aber das Ganze hier schon vertraut ist, du einfach mich noch nicht kennst, dann Hallöchen und herzlich willkommen. Entspann dich, lehn dich zurück, wir beginnen gleich. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst einfach hier die Geschlechterrollen umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr wisst auch Bescheid, ihr müsst gucken, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen diesen Monat besser harmonieren würde. Vielen lieben herzlichen Dank, meine lieben Krebsherzen. Dankeschön, dass ihr dazu beiträgt, dass dieser Kanal weiterhin wächst und gedeiht. Dankeschön für euren Energieausgleich, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, kommentieren. Ja, alles trägt hier dazu bei. Vielen herzlichen Dank. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung mit mir, dann darfst du gerne unten in der Infobox ist meine E-Mail-Adresse sowie auch mein Instagram. Kannst du mich gerne darüber kontaktieren und ich freue mich, dich auch dort wieder zu sehen. Ja, wir fangen schon direkt an für meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober. Erste Karte, die hier hingefallen ist. Runter. Gefallen ist Ass der Schwerter. Ja, sehr schön. Ass der Schwerter, Klarheit. Gedanken, Blitz. Neun der Stäbe als zweite Karte. Ja, es kommt hier schon mal Wassermann, Waage, Zwilling, Schütze, wieder Löwe kommt hier durch. Interessanterweise, was ich hier mit beiden Karten hier so bei euch sehe, meine lieben Krebsherzen, ist einfach, dass du hier Klarheit über deine Gedanken hast, ja, dass du deine Gedanken hier sortierst, dass du dich hier aus deinem Gedankenkarussell befreist, weil ich sehe hier dich erhobenen Hauptes, ja, du blickst nach oben hier und alle unnötigen Gedanken, negativen Gedanken tust du hier einmal mit diesem Gedankenblitz der positiven Gedanken hier klären. Ist das, was ich sehe. Der Kampf ist hier vorbei, dein innerer Kampf. Wir schauen mal weiter, was bei meinen lieben Krebsherzen los ist. Meine lieben Krebsherzen, ja. Ich sehe hier die zwei der Münzen. Wow. So rum, bitte. Hier mit den zwei der Münzen sehr wackelig, aber dennoch standhaft. Es kommt darauf an, für was du dich hier entscheidest. Ich habe das Gefühl, deswegen hattest du hier auch diese ganzen Gedankenkarusselle. Es kann dir sein, dass es hier für einige eine berufliche Entscheidung ist oder hier eine Richtungsentscheidung. Ja, ich nehme hier auch für einige, hat es hier mit dem Beruf zu tun oder hier mit dem Studium oder was du hier in etwas investieren möchtest, weil Münzen stehen hier für Investitionen, für welche Seite du dich hier entscheidest, für welche Richtung du dich hier entscheidest. Und das war hier ein bisschen unklar. Jetzt hast du einen klaren Gedanken, jetzt hast du eine klare Entscheidung in deinem Kopf getroffen. Also ja, du weißt schon, okay, zack. Ich sehe auch, im Kopf hast du auch, wenn ich mich so entscheide, werden Menschen so reagieren. Also du hast hier abgewägt in der Vergangenheit und bist jetzt hier wirklich bereit, hier eine Münze zu greifen. Das ist, was ich sehe für meine lieben Krebsherzen. Ja, und du nimmst die Münze, die dich hier näher an die Neun der Kelchen bringt, die dir hier diesen inneren Frieden gibt, diese innere Ruhe, diese innere Ausgeglichenheit. Für meine lieben Krebsherzen. Sieben der Schwerter. Und wir haben, warum fällt es mir aus der Hand? Und wir haben drei der Stäbe. Da kommt auch endlich der Schritt, die Planung, die Umsetzung. So. Ist das noch alles drauf? Dann quetschen wir das hier drauf. Ihr habt sechs Karten bekommen. Ja. Was ist hier los bei euch? Was ist hier los? Was haben wir hier hinten?
Hier hinten haben wir die zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe, zwei der Münzen, drei der Stäbe hier am Ende. Ja, und das Gericht. Also dich zieht hier etwas innerlich. Lass mich mal einen Schluck. Tee zu mir nehmen. Ja, also meine lieben Herzen, ich nehme hier sehr viel Wirrwarr wahr, sehr viel gemischte Energie. Ja, da sehe ich klar im Kopf, ja, das kannst du hier einen Neubeginn starten und dennoch lässt du dich dann hier direkt wieder von außen entmutigen oder bist dir hier unsicher. Hier kommen sehr viele Unsicherheiten, bevor du hier eine Münze nimmst, ja, weil du möchtest hier diesen inneren Frieden. Ich sehe sehr viel aufgewirbelte Energie. Es kann auch sein, dass du Angst hast, dass dir jemand deinen inneren Frieden wegnimmt, dass dir jemand hier etwas, sobald es dir hier innerlich gut geht, dass hier wieder Chaos kommt, ja, mit den Sieben der Schwerter. Du hast Angst, dass hier jemand gegen dich arbeitet oder hier dir einen Kelch entnehmen möchte oder mehrere Kelche dir hier entnehmen möchte. Deswegen hast du auch hier so Worst-Case-Szenarios. Ich sehe hier jemanden, wovon du denkst, der möchte dir hier Schaden zufügen, wovon du hier ausgehst. Deswegen bist du auch ganz vorsichtig hier mit deinen Entscheidungen und mit deinem Glück, ja, oder mit deinem, zu zeigen, was dir wichtig ist, zu zeigen, wo du deine Energie hier reinsteckst. Es kann auch sein, dass du hier mehrere Verpflichtungen hast, hier mit zwei der Münzen, zwei Personen hier zufriedenstellen musst. Das ist ja auch was durchkommt. Aber die letzte Karte ist für mich die entscheidende hier mit den drei der Stäben. Das zeigt mir hier auf jeden Fall, meine lieben Krebsherzen, du bist bereit, den Schritt zu gehen, auch wenn hier dein Frieden gestört werden könnte, wenn diese Person mitbekommen könnte, dass es dir hier sehr gut geht. Ja, weil drei der Stäbe ist hier etwas zu wagen. Ja, du denkst langfristig, du kannst dich ja nicht langfristig hier verstecken. Ja, oder dein Glücklichsein hier hinter verheimlichen oder irgendwie sowas nehme ich hier auf von meinen lieben Krebsherzen. Interessant. Ich würde gerne die Sieben der Schwerter hier bei euch klären, bevor wir zu den Orakelkarten übergehen, meine lieben Krebsbabys. Ja, lasst uns mal sehen. Sieben der Schwerter. Yeah. Der Turm kommt hier schon rausgesprungen. Interessant. Und Fünf der Stäbe. Wow. Und es endet hier wieder mit drei der Stäbe, drei der Stäbe. What? Oh mein Gott. Es ist jemand, der aus deinem Leben getreten ist. Da gab es viele Streitereien, viele Konflikte. Jemand, der hier aber weiterhin versucht, dein Leben dir schwer zu machen. Deswegen bist du auch in diesem Gedankenkarussell. Deswegen hast du hier Angst. Deswegen bist du hier gewappnet vor jedem weiteren Angriff. Das ist hier so, was ich aufnehme. Und du versuchst hier beide Parteien glücklich und ruhig zu stellen. Du versuchst auch sogar noch diese Person hier glücklich und ruhig zu stellen. Oder den Anschein zumindest, dass alles gut ist, das zu geben, was die Person möchte. Aber wenn du dich hier für eine Sache entscheidest, wirst du dich nicht hier für diese Person entscheiden. Du wirst dich hier für dein eigenes Glück entscheiden. Und das bedeutet, die Person wird darunter leiden, weil dein Glück, es hat nichts mit dieser Person zu tun, ist das, was ich aufnehme. Du willst diese Person eigentlich gar nicht mehr hier in deinem Leben haben. Du duldest diese Person hier in deinem Leben. Du kannst sie nicht komplett aus dem Leben rauswerfen. Irgendwie ist da hier irgendwas. Weil ich sehe hier auch, dass es mit dieser Person hier ein Ende gab. Es könnte hier ein Ex-Liebhaber sein, ja. Es könnte hier für einige ein Ex-Liebhaber sein. Es kann aber auch eine alte Freundschaft sein oder ein Arbeitskollegen, mit dem du immer noch zusammenarbeiten musst, aber ihr seid nicht mehr befreundet, weil es gab da zwischen euch genug Konflikte. Ja, aber du kannst hier nicht zeigen, dass es dir persönlich gut geht oder gut momentan sehr gut geht, ja, weil du Angst hast, hier von dieser Person wieder attackiert zu werden, dass es weitere Konflikte hier gibt. Ja, dieser Waffenstillstand ist dir gerade recht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sobald du hier den nächsten Schritt wagst oder dich hier entfernst oder deinen Weg gehst, wird es hier wieder zu einem Konflikt kommen. Aber es bleibt dir hier nichts übrig. Du kannst nicht immer hier
in zwei der Münzen verweilen. Ja, meine lieben Krebsherzen. Wow. Sehr interessante Botschaft hier für meine lieben Krebsherzen. Okay. Für meine lieben Krebsherzen Monat Oktober. Da kam auch schon was. Ja, wir haben hier die Schwesternschaft. Ja. Freundschaft, verbündete Seelen, die zueinander passen. Loyalität, Freude, Entzücken. Ja, du wirst hier in dein Leben neue Freundschaften schließen, meine lieben Krebsherzen. Es kommt hier eine 5, eine Veränderung in deinem Freundeskreis. Du wirst hier dich, auch wenn du eine Frau bist, hier dich mit anderen Frauen umgeben, die hier deine Verbündete sind, ja, wo ihr resoniert und zueinander passt, wo ihr hier schöne Zeiten miteinander verbringt. Wow, ihr habt sogar drei Karten. Die zweite Karte ist hier dieser Wasserflug. Gewicht lässt nach, Bürde wird abgelegt, Schwerelosigkeit. Ja, diese Person, sie zieht dich energetisch runter. Sie zieht an den energetischen Kräften. Hier wieder eine 5. Also es ist diesen Monat eine starke, große Veränderung. Die 5 steht hier für eine plötzliche Veränderung. Diese Schwerelosigkeit, die du dann fühlen kannst, diese inneren Frieden, diese Ausgeglichenheit, die innere Balance ist, weil dieses Gewicht hier abfällt, weil du hier loslässt, weil du dich hier für dich entscheidest. Du kannst es nicht jedem recht machen. Und das recht nicht jemanden, der sowieso hier von deinem, also jemand, meine lieben Krebsherzen, jemand, der hier darauf wartet, dass es dir schlecht geht oder dafür sorgt, dass es dir schlecht geht und du versuchst, die Person hier noch ja, gut zu halten oder gut auszukommen oder alles zu tun, damit das nicht hier wieder in einen Konflikt ausartet. Das ist ja, diese Person zieht nur an dir, gib ihr keine Nahrung mehr, ja. Also sobald du hier loslässt und deinen Schritt hier unternimmst und den Rücken hier auch dieser Person zukehrst, energetisch von dieser Person hier glänzt, sehe ich auf jeden Fall, dass du dieses ganze Gewicht, was sich runtergezogen hat, du lässt hier los. Ja, es ist hier so eine Reinigung, was diesen Monat hier stattfinden wird. Wir haben die 14 und die 41, ja, so verkehrt herum, ne? Dann haben wir hier das Geschenk. Ein Geschenk, Schatz, Offenbarung des eigenen Wertes, Leben im Jetzt. Dein Leben ist jetzt hier ein Geschenk. Das alles, was du hier erleben darfst, diese Freundschaft, das ist alles ein Geschenk, ja. Dir wird hier bewusst, was du hier alles mit deinem Leben anfangen kannst, ohne diese hier schwere Energie in deinem Leben. Ohne diese Person, wenn es eine ist oder mehrere, die dein Leben hier belasten. Ja, also das ist ein totales Geschenk und dein Leben findet hier in der Gegenwart statt, nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Du kannst nicht planen, ob diese Person hier etwas plant gegen dich, dann wird es eh hier heimlich hinter deinem Rücken machen. Dann soll sie es machen, ja, du bist hier stark genug, ist das, was ich sehe. Du baust dir hier Verbündete auf, Unterstützung wirst du hier erhalten, du bist nicht alleine. Vertraue hier diesem Prozess, meine lieben Krebsherzen. So. Für meine lieben Krebsherzen, Monat Oktober. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober jetzt wissen? Für meine lieben Krebsherzen. Für meine lieben Krebsherzen, Monat Oktober. Dankeschön. Und wir haben hier die Schlummerstunde. Ja, achte hier auf ausreichend Schlaf. Wahrscheinlich empfängst du hier auch Botschaften zur Nachtzeit. Ich sehe hier intensive Träume, die du hier gerade durchlebst. Ja, das kommt hier durch, dass du hier auf die Nachtzeit achten solltest, dass du hier zeitig ins Bett gehst. Erholsamer Schlaf, qualitativer Schlaf ist ganz, ganz wichtig für euch, meine lieben Krebsherzen, diesen Monat. Achte, dass dein Schlaf hier nicht zu kurz kommt, sei nicht zu sehr im Kopf, sei mehr in hier und jetzt. Ja, für meine lieben Krebsherzen, Monat Oktober. Was auch noch? Ja, ich denke, ihr habt echt viele Karten, meine Lieben. Wir haben hier ein Flamingo. Bejahe das dazwischen. Ja, du bist in so einer Zwischenwelt. Dieses Zwischending, sag einfach ja dazu.
Lass es einfach. Aber trag nicht mehr diese Bürde, ja, egal was jetzt hier ist, sag einfach ja zu diesem Zwischending, du weißt nicht, was kommt. Lass es einfach hier offen. Ich habe auch das Gefühl, wenn du dir zu viele Gedanken machst oder dich verrückt machst, deine Energie nimmt diese Person. Das saugt ja, diese Person hat ja immer noch keine Kontrolle über dich. Ja, bejahe einfach das dazwischen. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Ob da wieder ein Streit kommt oder ob das Ganze vorbei ist. Ja, du weißt es nicht, aber vertraue hier wirklich dem Prozess. Und es ist gerade dieses Prozess, dieses so ein Zwischending. Ja, es ist noch nicht fertig, aber auch nicht. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, dieses Gefühl. Aber ich stimme hier absolut zu. Bejahe das dazwischen. Siehst du, und wir haben Bussard, lass dich vom Allgeist führen. Lass dich hier führen. Alles wird schon so kommen. Alles passiert für dich und nicht gegen dich. Du kannst es nicht kontrollieren. Lass es auf dich zukommen. Wir haben hier ein Schmetterling. Wow. Verwandlungen ist etwas Schönes. Es kommt hier eine Transformation für dich. Ich sehe öfters die fünf. Es ist eine Verwandlung und ja, wenn du von einer Raupe und du bist gerade in diesem Kokon und du weißt nicht, was kommt, du wirst gerade zum Schmetterling. Das ist der nächste Step. Ja, du veränderst dich. Du wirst nicht mehr mit einer Raupe abhängen. Ja, du bist dann ein Schmetterling. Deswegen lass es zu, öffne dich dafür, auch wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Aber das, was auf dich zukommt, ist wirklich wunder, wunder, wunderschön, meine lieben Krebsherzen. Für meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober. Was sollten meine lieben Krebsherzen jetzt für den Monat Oktober wissen? Für meine lieben Krebsherzen. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober jetzt wissen? Für meine lieben Krebsherzen Monat Oktober. Dankeschön. Erste Karte. So rum. Welten überspannen, ein neues Kapitel aufschlagen, ja? Du bist gerade in diesem Dazwischen, meine lieben Krebsherzen. Ein Kapitel ist zu Ende, etwas ist vorbei. Jetzt bist du gerade dabei, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Du weißt nicht, was kommt. Ja, es ist eine neue Welt für dich. Du tauchst in etwas Neues unter. Es ist so eine Zwischenwelt. Ja, sieht man das so vielleicht besser? Mit diesen Flügel blau und lila kommt hier durch Kronenchakra und Halschakra, aber auch Herzchakra sehe ich hier. Es kommt hier eine größere Veränderung auf dich zu. Ein neues Kapitel darf beginnen. Deswegen wirst du auch sehr viele Träume haben. Ja, ich sehe hier immer wieder Flügel, was durchkommt. Ja, dann haben wir hier Beobachter, Abstand. Halte Abstand, beobachte die Situation, ja. Du kannst es beobachten vom Abstand, aber lass dich nicht mehr involvieren. Du bist hier nicht mehr in der Geschichte. Du hast mit etwas abgeschlossen. Es ist hier etwas zu Ende gegangen, ja. Du bist nicht mehr dafür verantwortlich. Du bist ein Beobachter mit Abstand, mit großem Abstand. Wenn du diese Person nicht direkt aus dem Leben ausschließen kannst, dann beobachte sie von der Ferne, aber investier nicht so viel Zeit und Energie darin. Vor allen Dingen beobachte hier auch deine Gedanken, deine negativen Gedanken, insbesondere wenn es anfängt, hier ein Gedankenkarussell zu projizieren in deinem Kopf oder loszutreten in deinem Kopf, dann versuch dich einfach mal, deine Gedanken einfach als dritte Person mal zu beobachten. Ja, wenn dann Gedanken kommen, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, und dann versuch da mal als dritte Person. Wer sagt, dass ich nicht gut genug bin? Und dieses Bewerten und dieses Kritisieren an einem selber, versuch das von einer neutralen Person, die nichts mit dir zu tun hat, ja, als dein Beobachter, deine Gedanken hier zu beobachten. Einfach nur zu beobachten, gar nicht sie wirklich zu bewerten. Warum denke ich das jetzt und dies und das? Nein, versuch auch am Anfang gar nicht erst in diese Bewertung reinzugehen, sondern versuch einfach vom Abstand zu beobachten. So. Ja, das sind die Gedanken. Und was haben die dann für eine Macht auf dich, ne? Beobachte einfach dich selber mit Abstand. Beobachte deine Gedanken hier mit emotionalem Abstand. So. Für meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober.
Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober jetzt wissen? Dankeschön. Krebs, meine lieben Krebsbabys. Wir haben hier persönliches Wachstum. Ja, die Zahl 7. Diesen Monat geht es hier um dein persönlichen Wachstum, deine Persönlichkeit verändert sich, du wächst an dir, du entfaltest dich, ja, du wirst hier ein Stück weit transformiert von der Raupe zum Schmetterling, deine Persönlichkeit entwickelt sich, ja, es ist ein neues Kapitel, was du hier aufschlägst, ein neuer Teil von dir, was du hier entdeckst, ein neuer Lebensabschnitt, was hier auf meine lieben Krebsherzen zukommt, und es ist wunderschön. Sehr schön. Wir haben hier, oh mein Gott, wir haben Erzengel Rasil. Okay, wow, Weisheit, Inspiration, Akasha Chronix. Ja, auch über deine Träume habe ich das Gefühl, kriegst du viel von den Akasha Chronix hier mitgeteilt, viel Wissen. Ich sehe auf jeden Fall, dass diese Weisheit in dir übergeht, dass dadurch deine Persönlichkeit sich hier verändert. Du machst gerade hier eine Persönlichkeitsentwicklung durch, Weiterentwicklung. Vielleicht liest du hier auch Bücher, vielleicht beschäftigst du dich hier auch mit den Akasha Chronix. Ja, das ist sehr, sehr schön. Irgendwas wirst du diesen Monat finden, was dich inspiriert. Ein Buch, eine Geschichte, irgendetwas wirst du diesen Monat auf etwas stoßen, meine lieben Krebsherzen. So. Für meine lieben Krebsherzen. Dankeschön. Sogar die Karte, die ein bisschen geknickt ist. Oh, wow. Meine lieben Krebsherzen, wir haben hier die Sonne. Male die Sonne zurück in dein Leben. Ja, oder zurück in deinen Himmel. Ja, vielleicht ist dein Himmel eine Zeit lang dunkel gewesen, Dunkelheit, ja, vielleicht auch hier Verzweiflung, Traurigkeit, aufgrund, was hier passiert ist mit den 7 der Schwerter, mit diesem Ende, mit diesen Konflikten. Ich sehe sehr viel Traurigkeit, sehr viel Schmerz, sehr viel Dunkelheit, ja, und jetzt wird es Zeit, dass du hier die Sonne wieder zurück in dein Leben malst, ja. Deine Persönlichkeit, du kannst dich wieder hier entfalten, du darfst hier wieder strahlen, deine Energie fließt hier wieder zu dir zurück, ja, das ist hier so. Alles, was passiert, deine Persönlichkeitsentwicklung, deine spirituelle Weiterentwicklung, wunder, wunder, wunderschön. Ich freue mich von ganzem Herzen für meine lieben Krebsherzen, für diese wunderschöne Entwicklung, was ihr hier im Oktober erleben dürft oder wo es hier im Oktober für die meisten beginnen darf. Es ist natürlich alles ein Prozess, aber das sind hier so die ersten Schritte, die hier passieren. Wunderschön für meine lieben Krebsherzen. Für meine lieben Krebsherzen Monat Oktober. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat Oktober jetzt wissen? What? Warum dreht ihr euch? Für meine lieben Krebsherzen. Okay, danke schön. Wir haben Geduld, ist eine Tugend. Ja, habe ich hier ein bisschen Geduld oder ist irgendwas? Ja. Geduld ist nämlich eine Tugend. Geduld ist wichtig. Die Dinge werden nicht zack. Weißt du, mein lieber Krebs, ich sehe hier nämlich auch. Egal, ich gebe es auf mit meinen Nägeln. Ich sehe hier mit dem Schmetterling, ja, wenn du bist gerade in dieser Zwischenwelt, ne? Du bist noch nicht ein Schmetterling, aber noch auch keine Raupe mehr. Du bist jetzt im Kokon. Habe Geduld. Es benötigt noch ein wenig Zeit, deswegen übe dich hier in Geduld. Übe dich hier in Geduld. Veränderung kommt. Für meine lieben Krebsherzen, Dankeschön. Du bist der Meister deiner inneren Welt und du entscheidest, wie die äußere Welt dich affektiert. Wow. Ja, hier auch mit diesen 9 der Kelchen, Cultivate. Also es ist ganz wichtig, dass du hier dass du innen drin sehr gestärkt bist, deine innere Welt hier weiterhin stärkst und ruhig bleibst, egal was im Außen passiert, nicht direkt darauf reagierst. Ja, versuch immer eine Situation, die im Außen passiert, auch hier mit Abstand zu betrachten. Dein Mind, ja, diesen Monat geht es hier um
deinen Kopf, um dein Mindset. Wunder, wunder, wunderschön. Ich sehe dich hier in einer Blase. Dir geht's gut. Du sitzt hier innerlich am Strand. Egal, was außen hier für ein Chaos passiert. Auch wenn diese Person hier wieder versucht, in dein Leben Schmerz und Streit anzufangen. Versuch hier einfach in deiner Blase zu bleiben, das Ganze hier mit Abstand zu betrachten, weil dir geht's innerlich gut und das ist das Wichtigste. Lass nicht jemand anderen hier Kontrolle über dich haben, indem er äußere Umstände beeinflussen kann, damit dein Leben hier wieder zusammenkracht. Nein, du hast hier diese innere Stärke aufgebaut und das darfst du hier diesen Monat zeigen oder beweisen oder du wirst hier getestet. Ja, wunder, wunder, wunderschöne Legung für meine lieben Krebsherzen. Meine lieben Krebsherzen, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat Oktober. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich beende hier eure Legung. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu lesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.